Gentlemen, let's smash this workout. 30 seconds work and 15 seconds rest. 12 rounds. Let the magic happen. Hit music, baby. 3, 2, 1, go. Go. Round one. Now let's go. Three, two, one, go. Round seven.
one. Break. Und als nächstes Kickback Deadlift. Das heißt, wir stehen auf einem Bein, kommen in die Standwaage, die Arme gehen nach unten, hoch, rein. Das Ganze. 3, 2, 1, go! Go! Round 8! Musik stoppe ich wieder. Ein ganz normales, kleines Gästehandtuch reicht uns hier. Wir rollen das Handtuch zusammen. Wichtig bei allen folgenden Übungen ist, dass wir das Handtuch in etwa ein bisschen breiter als schulterbreit greifen. Das Handtuch bleibt immer auf Spannung, hängt nie so durch. Und auch die Arme bleiben zumindest bei den meisten Übungen auf Spannung. Kurz was trinken, habe ich euch schon gesagt. Ich trinke auch schnell was. Und dann können wir auch schon loslegen. Und zwar beginnen wir mit einer einfachen Übung für den Start. Und zwar seitliche Rumpfbeugung. Wir bringen die Arme
gestreckt über den Körper, über den Kopf. Ihr schaut zuerst noch kurz zu. Die Ellbogen bleiben, wie gesagt, in Streckung. Die Beine in etwa hüftbreit und die Knie nicht ganz durchgestreckt, sondern ganz leicht gebeugt. Oberkörper aufrecht und dann beugen wir uns auf die linke Seite, über die Mitte hoch und auf die rechte Seite. Das Handtuch bleibt dabei unter Spannung. Ihr seht es jetzt nicht so gut. Versuche ein Stück weiter zurückzugehen. Handtuch nicht durchhängen lassen. Wir machen zwei Sätze mit jeweils 20 Wiederholungen. Es zählt immer jede Seite, links, rechts im Wechsel. Wichtig hier noch, die Hüfte bleibt komplett gerade. Das heißt, die Bewegung kommt nur aus dem oberen Rumpf. Wir biegen quasi nicht die Hüfte auch noch zur Seite. Ausgangsposition. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kurze Pause, dann ein zweiter Satz. Ausgangsposition, wieder darauf achten, dass die Hüfte auf ihrer Position bleibt, nur der Oberkörper sich bewegt. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehr gut. Nächste Übung. Rudern. Und zwar befinden wir uns auch hier in einem hüftbreiten Stand. Kurz zuschauen. Handtuch wieder auf Zug, nicht durchhängend. Den Oberkörper bringen wir in einen 45-Grad-Winkel nach vorne. Und die Knie beugen wir leicht. Der Oberkörper, der Rücken ist gerade, eher Tendenz in Richtung Hohlkreuz. Und dann bringen wir das Handtuch zum Rumpf, zum Bauch, unter die Brust, die Ellbogen ganz nah am Oberkörper entlang nach oben ziehen. Das Ganze auch wieder 20 Wiederholungen und 2 Sätze. Ausgangsposition. Achtet auf einen geraden Rücken, keinen Buckel, eher in Richtung Hohlkreuz und die Ellbogen ganz nah am Oberkörper nach oben ziehen. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 und 20. Kurze Verschnaufpause, wer möchte kurz was trinken, dann ein zweiter Satz. Gleiche Übung. Ausgangsposition, gerader Rücken, 45 Grad Winkel, Knie leicht gebeugt, 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehr gut, zweite Übung geschafft, folgt die dritte Übung. Wir stehen wieder aufrecht, keine Beugung mehr im Oberkörper. Handtuch gestreckt vor unserem Körper und dann bringen wir die Arme in die Waagrechte und wieder tief. Wichtig hierbei ein leichter Zug am Handtuch in Richtung Außenseite, damit auch hier die Arme auf Spannung bleiben und die Anstrengung etwas höher ist. Größer ist. Auch da wieder 2x20 Wiederholungen. Hüftbreiter Stand, Knie nicht ganz gestreckt, Handtuch auf Spannung, Ellbogen durchgestreckt. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kurze Pause. Zweiter Satz folgt zugleich. Geht auch schon wieder los. In 3, 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Sehr gut. Vierte Übung folgt. Und zwar bewegen wir uns weiter nach oben. Wir kommen zum Latzug. Auch hier wieder mit dem Handtuch. Arme befinden sich wieder gestreckt über dem Körper. Und wir ziehen das Handtuch nach hinten in den Nacken. Bewegung aus den Schulterblättern in Richtung unten Mitte. Oberkörper gerade. Und das Handtuch bis in den Nacken ziehen. Kopf bleibt dabei auch möglichst gerade. 2x20 Wiederholungen. Ausgangsposition, Handtuch nach oben. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2,
drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Sehr gut. Kurzes Päuschen. Zweiter Satz. Bringen das Handtuch wieder gegen die Decke und ziehen es hinten in den Nacken. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 und lösen. Nächste Übung ist der Bizeps, um den wollen wir uns auch kümmern. Das ist jetzt die einzige Übung, wo das Handtuch nicht ganz auf Zug bleiben muss. Wir stehen auf einem Bein, bringen das Handtuch unter dem zweiten Bein durch. Das Bein befindet sich in der Luft und wir greifen das Handtuch von unten und ziehen dann die Hände, die Fäuste in Richtung Oberarm, der Bizeps macht die Bewegung, steuert die Bewegung. Nicht das Bein, sondern der Bizeps. Bizeps Curl, Curls ganz klassisch. Wir machen 15 Wiederholungen links, 15 Wiederholungen rechts und das Ganze zweimal. Ausgangsposition. Wir stehen auf dem einen Bein. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Wechseln das Bein, Handtuch unter dem zweiten Bein durchgehen. Kurze Pause, dann geht's weiter. Ausgangsposition 3, 2, 1, los geht's. 1, 2. 3, 4, Ellbogen nah am Körper, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Zweiter Satz folgt noch. Dazwischen eine kurze Pause.
Dann wieder auf das erste Bein wechseln und das gleiche nochmal, 2x15 Wiederholungen, einmal links, einmal rechtes Bein. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Und ein letzter Wechsel. Dann kommen die Beine noch dran. Letzte Gleichgewichtsübung plus letzte reine Armübung oder fast reine Armübung. Ausgangsposition 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehr gut. Handtuch bleibt. Allerdings für die nächste Übung das Handtuch hinter den Körper. Wir kümmern uns in den nächsten zwei Sätzen um unsere Wadenmuskulatur. Die Übung kennen wir alle, können mit Handschuhen durchgeführt werden, aber genauso mit dem Handtuch. Das Handtuch hinter dem Körper, knapp unter dem Gesäß, je nachdem wie lang eure Arme sind. Handtuch bleibt gestreckt, in etwa hüftbreiter Stand und dann heben wir die Fersen und senken sie wieder. Auf die Zehenspitzen steigen und Fersen wieder absetzen. Bewegung aus der Wadenmuskulatur. 2x20 Wiederholungen. Handtuch bleibt hinter dem Körper gespannt. Wer möchte, kann eine Armübung mitmachen und die Arme nach hinten gestreckt wegziehen beim Hochkommen. Erschwert die Übung um ein bisschen. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Kurze Pause. Dann auch hier ein zweiter Satz. 20 Wadenheber noch einmal, Wadenmuskulatur, ganz wichtig, macht uns schnell beim Laufen. Ausgangsposition 3, 2, 1 und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sehr gut. Wir machen Kniebeugen und zwar
bringen wir das Handtuch wieder vor unseren Körper und wir machen ganz klassische Kniebeugen, hüftbreiter Stand. Beim Runterkommen bringen wir das Handtuch in die Waagerechte, achtet auf einen geraden Oberkörper, möglichst tief nach hinten setzen und wieder hochkommen. Und tief und wieder hochkommen. 2 mal 20 Wiederholungen. Ausgangsposition. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pause vor dem zweiten Satz. Gleiche Übung nochmal. Handtuch bleibt unter Spannung beim nach oben bringen der Arme und die Ellbogen bleiben gestreckt. Oberkörper gerade. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Sehr gut. Als nächstes machen wir Lunges nach hinten, wechseln dabei rechtes, linkes Bein. Das heißt, wir steigen nach hinten, kommen wieder hoch, steigen nach hinten, kommen wieder hoch. Das Handtuch bringen wir hinten hinter den Nacken. Beim nach unten steigen strecken wir die Arme nach oben. Beim Hochkommen ziehen wir sie wieder in den Nacken. Links, rechts im Wechsel. 2 mal 20 Wiederholungen. Es zählt jede Seite. Nach hinten steigen. Ausfallschritt nach hinten. Handtuch in den Nacken. Spannung. Aufrechterhalten beim Runtersteigen oder nach hinten steigen, die Hände Richtung Decke. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
17, 18, 19 und 20. Kurze Verschnaufpause. Zweiter Satz. Wir haben noch einmal die Ausfallschritte nach hinten und dann noch drei weitere Übungen und dann ist es auch schon geschafft. Das heißt, den Hauptteil für heute hätten wir schon. Ausgangsposition, Arme machen genau das gleiche wie vorher. Handtuch zur Decke drücken, 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Sehr gut. Ausfallschritt nach vorne. Handtuch greifen wir wieder von unten. Wir machen noch einmal die Bizeps Curls beim nach vorne steigen. Das heißt, wir stehen hüftbreit da. Ich zeige es kurz vor. Steigen nach vorne, bringen das Handtuch zur Brust. Steigen nach hinten. Die Ellbogen bleiben knapp am Oberkörper. Es bewegt sich, bewegen sich nur die Unterarme aus dem Ellbogengelenk der Bizeps steuert. Links, rechts im Wechsel nach vorne steigen, 2x20 Wiederholungen. Es zählt jede Seite. Ausgangsposition ist wieder ein hüftbreiter Stand. Der Oberkörper bleibt gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Häuschen, das Trinken vor dem zweiten Satz. Gleiches nochmal, Ausfallschritt nach vorne, Bizeps Curls für die Arme. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Sehr gut, vorletzte Übung kennen wir aus dem Warm-up. Wir machen Leg Side Cross, gehen dabei auch ein bisschen weiter in eine Kniebeuge. Die Arme lassen wir einfach nach vorne unten mit dem Handtuch dazwischen. Das heißt,
Wir steigen hinten über Kreuz mit dem rechten Bein auf die linke Seite, kommen tief, andere Seite, tief, wechseln, 20 Wiederholungen, 2 Sätze, jede Seite zählt, quasi nach hinten, Ausfallschritt schräg nach hinten mit Kniebeuge. Legen gleich los gemeinsam, Handtuch einfach nach vorne, 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, auch hier bleibt der Oberkörper gerade, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Kurze Verschnaufpause, zweiter Satz folgt zugleich. Vorletzte Übung. Ausgangsposition 3, 2, 1, los geht's. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 und 20. Sehr gut. Die letzte Übung führt uns jetzt nochmal auf die Matte. Ganz körperorientiert. 2 Durchgänge, a 10 Sätze, 10 Wiederholungen. Und zwar legen wir das Handtuch an das eine Ende der Matte, gehen in eine Liegestützposition. Diese versuchen wir zu halten, stabil in der Hüfte, stabil im Oberkörper, nicht wackeln und greifen dann vor das Handtuch, ist 1 und 2 ist hinter das Handtuch. 3 ist dann wieder vor das Handtuch und 4 ist hinter das Handtuch. Ihr könnt das Ganze auch im kurzen Hebel machen. Auch hier darauf achten, dass ihr möglichst stabil bleibt in der Hüfte, ihr nicht wackelt, wenn ihr nach vorne und nach hinten greift. Die letzten 2x10 Wiederholungen. Starten in 15 Sekunden. In die ersten 10. Einmal nach vorne greifen zählt als eine Wiederholung. Nach hinten greifen. Also nach hinten stellen ist dann wieder, ist dann Nummer 2. Ausgangsposition 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die letzten 2. 1, kurz lösen, Handgelenke lockern, wer möchte. Letzter Durchgang kommt gleich. Die letzten anstrengenden 10 Wiederholungen. Achtet noch einmal auf vollste Körperspannung.
Zähne zusammenbeißen. Diese Übung ist ganz körperorientiert, das heißt, hier beanspruchen wir wirklich von Hand bis Fuß sämtliche Muskulatur. Ausgangsposition. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Kräftigungsteil abgeschlossen. Damit die Pause bis zum Mobility und Stretch, was um 20 Uhr beginnt, nicht so lang ist, dehnen wir noch ganz kurz die Beine. Zum Abschluss, wer möchte noch schnell was trinken, dann noch 5 Minuten dehnen, dann bleibt noch eine kurze Pause bis 8 Uhr. Wir kommen in die Seitlage, dehnen den vorderen Oberschenkel, das heißt, das untere Bein ist gebeugt, Knie nach vorne, rechter Winkel, oberes Bein greifen wir im Sprunggelenk, bringen die Ferse zum Gesäß und das Knie dann nach hinten. Kopf ist entweder in die Hand abgestützt oder liegt auf dem Oberarm auf und dann in die Dehnung gehen und halten. Und wieder lösen. Wir wechseln die Seite. Anderes Bein. Einmal wenden. Greifen das andere Sprunggelenk. Ziehen die Ferse zum Gesäß. Knie nach hinten bringen und halten. Und wieder lösen. Wir setzen uns auf die Matte, kommen in den Hürdensitz, das heißt das eine Bein gestreckt nach vorne, das zweite Bein bringen wir das Knie nach außen hinten, also rechter Winkel in der Hüfte in etwa, also im Schritt, und kommen dann zum ausgestreckten Bein nach vorne. Beide Pobacken berühren die Matte, wenn geht. Noch 3, 2, 1, wir wechseln die Seite, anderes Bein nach hinten bringen, drei, zwei, eins und lösen. Hüftbeuger,
Wir kommen in einen Ausfallschritt. Bringen den Oberkörper in eine aufrechte Position. Das Knie des vorderen Beines befindet sich hinter den Zehenspitzen. Und wir bringen dann das Becken nach vorne, bewegen das Knie in Richtung Zehenspitzen darüber hinaus. Der Oberkörper bleibt gerade. Dehnung ist hier am Hüftbeuger des hinteren Beines zu spüren und halten. Drei, zwei, eins, lösen, wechseln die Seite, letzte Übung. Anderes Bein nach vorne bringen, Oberkörper wieder aufrecht und dann das Knie in Richtung Zehenspitzen, das Becken nach vorne schieben, Dehnung im anderen Hüftbeuger und halten. Fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Ich bedanke mich für die Mitarbeit. Ich glaube, die meisten von euch, wenn ich das gesehen habe, sehe ich in Mobility und Stretch um 8 Uhr. Das ist in 6 Minuten wieder. Den anderen wünsche ich jetzt schon mal einen schönen Abend. Tschüss!